9. Dezember 2007. Olli, Olli, rief Jamie und marschierte durch das Esszimmer, gefolgt von Elle, der seine Schwester mitschleifte, die über das ganze Gesicht strahlte. Kaum waren sie draußen auf dem Flur, liefen sie geradewegs in die Küche und durch dieses gelangten sie erneut ins Esszimmer. Olli, Olli, riefen Jamie und Elle im Chor, während Lily begeistert Olli, Olli rief. Harry, der das Gekreische der Kinder inzwischen gewohnt war, saß mit Luna und Padma in deren Esszimmer und versuchte die Aufmerksamkeit der zwei ehemaligen Ravenclaws zu erhalten. »Wir hören dir zu, Harry«, bemerkte Luna und winkte, als die Kinder zum 23. Mal an ihnen vorbeirannten. »Wirklich?«, versicherte Padma. »Und was sagt ihr dazu?«, fragte Harry und schrak zusammen, als Luna plötzlich schrill kicherte. »Oh, schau mal Lillys Säckchen an«, rief sie und legte Padma eine Hand auf den Oberschenkel. »Ach nein, wie süß, Quidditch-Säckchen«, meinte Padma begeistert. »Die hat sie von ihrem Onkel George«, erklärte Harry ungeduldig. »Also okay, jetzt zu dir«, wandte Luna sich lachend an Harry. »Was war nochmal gleich dein Problem?« »Hab ich doch eben gerade erläutert«, sagte Harry etwas genervt. Padma rief, »Passt auf, dass ihr nicht ausrutscht und euch wehtut.« »Ich hab nicht ganz wirklich richtig zugehört, Harry. Tut mir leid, deine Kinder sind einfach interessanter«, erklärte Luna und offenbar einmal mehr ihre Charaktereigenschaften, unangenehme Dinge auszusprechen. »Ja, schon«, sagte Harry und dachte, dass es wahrscheinlich interessanter wurde, wenn er nicht drumherum erzählen würde, sondern die Katze mit einem Zauberschlenker aus dem Sack lassen würde. »Ich habe mich in Malfoy verliebt«, gab er bekannt und erreichte, dass sich das junge Paar ihm zuwendete und dass, obwohl seine Kinder gerade entschlossen hatten, ihre Leidenschaft für die Muggelband Queens auszuleben, indem sie mit Gegenständen auf Lunas Töpfen herumtrommelten. »Von welchem Malfoy redest du denn genau?«, fragte Luna interessiert. »Wie viele kennst du?«, fragte Harry. Luna antwortete, »Ich hoffe doch sehr, du redest von einer Malfoy, die ich nicht kenne.« »Es ist der, den du kennst«, murmelte Harry eilig. Er griff sich an den Kopf und stöhnte. Das hörte alles sich so absurd an, dass er es selbst nicht glauben konnte. »Der, der nach im Endkampf zwischen Mama und Papa stand und weinte?«, fragte Padma irritiert. »Er war traumatisiert«, erklärte Harry. Er konnte sich kaum noch an die Minuten nach dem Kampf erinnern, wusste aber, dass er die Malfoys irgendwo gesehen hatte. Die Zeiten nach dem Kampf erschienen ihm verschwommen, so als wäre er betrunken gewesen oder hätte danach einen missglückten Amnesia abbekommen. Im Kampf hat er sich auf ein Ziel konzentriert. Vielleicht fehlten ihm deswegen so viele Einzelheiten. »Ach so, er war traumatisiert, der Arme«, meinte Luna laut und klang dabei sehr sarkastisch. »Wo er doch der Einzige war, der gelitten hat.« »Luna«, mahnte Harry streng, »Draco hat versucht, uns das Leben zu retten. Damals in Malfoy Manor, weißt du das nicht mehr?« »Tut mir leid, Harry, aber allzu große Mühe schien er sich nicht gegeben zu haben, denn ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ihr danach mit mir im Kerker gesessen habt«, sagte Luna ebenso streng. »Luna, jetzt lass doch erst mal erzählen«, bat Padma und nahm Lunas Hand in ihre. Harry erzählte den Mädchen von Dracos Kontaktaufnahme und dem Treffen, die danach stattgefunden hatten. Er endete bei dem Kuss, den Draco ihm in der Luft gegeben hatte. »Ich weiß nicht, was das bedeutet, und ich weiß auch nicht, ob ich... wegen der Kinder...« »Hast du gehört? Malfoy ist schwul. Kein Wunder, dass sich die Lesben von den Schwulen distanzieren«, rief Luna. Harry wollte gerade damit beginnen, Malfoy zu verteidigen, doch dann meinte Padma, »Luni, weißt du, vielleicht hat Draco eine Chance verdient.« »Kann mich keiner verstehen? Ich habe in diesem Kerker ewig gehockt und er kam runter und hat mich fertig gemacht«, rief Luna. Lily begann zu weinen, weil sie die aggressive Stimmung bemerkte. »Tut mir leid«, Harry nahm Lily tröstend auf seinen Schoß. »Ich weiß, was er für ein Dreckskerl war. Mir ist das wirklich bewusst, Luna. Aber er war ein Kind und die haben ihn ziemlich unter Druck gesetzt und damit gedroht, seine Eltern zu töten.« »Mein Vater war erwachsen und hat ähnliche Fehler gemacht, weswegen ich wohl nicht das Recht habe, ihn zu verurteilen«, lenkte Luna ein. Harry schwieg und dachte daran, dass Lunas Vater ihn verraten hatte, um seine Tochter zu schützen. »Mein Problem ist ja gar nicht Draco.
Es ist eher...« Er senkte seine Stimme. »Dass ich schwul sein könnte, ohne es bemerkt zu haben. Hey, ich bin verheiratet.« Padma und Luna wechselten einen Blick, den Harry nicht verstand. »Was?« fragte er laut, und Padma räusperte sich. »Wir waren alle sehr verwundert, dass du mit Jean zusammenkamst.« »Wieso das denn?« fragte Harry verwundert. »Nachdem Cho mit dir zusammen war, hat sie, sie hat einige Bemerkungen gemacht,« erläuterte Padma. Harry sah verwirrt aus. Mit Cho kam er heute noch sehr gut klar. Sie arbeitete mit ihm im Ministerium und sehr häufig ging sie zusammen Mittagessen. Was Padma damit sagen möchte, Cho war felsenfest davon überzeugt, dass du, du weißt schon, schwul sein könntest. »Ich?« fragte Harry verwirrt. »Sie meinte, es gäbe Unterschiede zwischen dir und Cedric,« erklärte Padma. Harry protestierte. »Keiner wird je an Cedric herankommen. Sie hat ihn auf ein Podest gestellt und keiner ihrer Männer wird je die Chance haben, höher zu sein als er. Das kann man ja auch irgendwie verstehen.« Jetzt waren sie also schon wieder bei einem ernsten Thema gelandet. Cedric war Joes erste große Liebe gewesen. Jeder an Joes Seite hat es extrem schwer. »Ja, das stimmt. Aber keiner der vielen Ex-Freunde von Cho wurde jemals wieder von ihr als schwul bezeichnet,« erklärte Padma. »Was regst du dich eigentlich so auf?« wollte Luna wissen. »Du hast doch selbst noch gesagt, du bist schwul. Dann hat es Cho eben vor dir bemerkt. Und ganz ehrlich, deine Malfoy-Fixierung in der Schule war auch nicht von schlechten Eltern.« »Malfoy-Fixierung?« fragte Harry nervös. »Es war dir wichtiger, ihm hinterherzurennen, als zum Quidditch-Turnier zu gehen. Weißt du noch? Das war damals in deinem 6. Schuljahr oder so. Schatz, erinnerst du dich noch daran?« Luna sah zu ihrer Freundin. »Ich habe ihn verdächtigt, etwas im Schilde zu führen, und am Ende hatte ich recht. Er hat das ganze Jahr die Ermordung an Albus Dumbledore geplant.« Harry senkte die Stimme, weil er nicht wollte, dass die Kinder etwas aufschnappen, was sie vielleicht noch nicht verstehen konnten. »Erzähl das mal nicht uns, Harry, dass er ein Mistkerl ist. Wir haben uns schließlich nicht in ihn verliebt,« erklärte Luna ernst. Padma nickte heftig und sah zu Luna. »Hey, wenn Harry jetzt zugibt, dass er schwul ist, dann könnte uns beim nächsten CSD Plätze freihalten.« »Lieber nicht, Honey, er wird von Malfoy begleitet,« erwiderte Luna und schüttelte den Kopf. »Mädels!« Harry raufte sich die Haare. »Du sagst selbst, du könntest schwul sein. Was ist so schlimm daran, dass wir mit deinem Erscheinen beim nächsten CSD rechnen?« fragte Luna. Harry sah liebevoll zu seinen Kindern, die er über alles liebte, und dachte an den Moment der Schwangerschaft und die kurze Zeit nach der Geburt. »Ich liebe Ginny und ich möchte nicht wahrhaben, dass ich...« »Nein, während unserer Beziehung war ich definitiv nicht schwul, egal was ihr sagt,« hielt Harry frustriert entgegen. »Harry!« Plötzlich klang Padmas Stimme ernst. Sie nahm Harrys Hand in ihre und sie fühlte sich angenehm tröstlich an. »Wir wissen, wie sehr du Jean geliebt hast. Vielleicht warst du bisexuell, vielleicht sind unsere Vermutungen falsch. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Gefühle kann man nicht analysieren. Aber wir wissen alle, dass du Ginny geliebt hast und keiner von uns kann jemals beantworten, was passiert wäre, wenn sie hier nicht gestorben wäre. Aber nun, Harry, ist sie tot und wenn du dich einem Mann gegenüber hingezogen fühlen solltest, dann ist das vollkommen in Ordnung. Du kannst einen Mann lieben und Ginny trotzdem im Herzen behalten, okay?« Harry sah Padma dankend an. »Auch wenn es nicht unbedingt der Kerl sein muss,« fügte Luna die Augen verdrehend hinzu.